Position liegend. Und während diese zwei Fahrzeuge den Stopp machen, möchten wir die Gelegenheit geben, zu Anna zu schalten, denn die hat einen Gesprächspartner in der Box. Ja, richtig, Dirk. Es sind ja 161 Autos hier am Start. Unfassbar viele unterschiedliche Teams, aber ein Team, das ist, ich weiß nicht, ob man sagen kann, das intelligenteste Team, aber es ist tatsächlich ein reines Studententeam. Allerdings sieht das Auto von denen nicht ganz so fit aus. Ich habe hier den Paul bei mir stehen, der lag gerade noch, habe ich gesehen, unterm vorderen rechten Radkasten. Was ist denn los mit eurem Auto? Wir hatten gerade einen Routinestopp und beim Abnehmen der Räder haben wir festgestellt, dass die Antriebswellenmanschette gerissen ist und jetzt wurde gerade die Antriebswelle getauscht. Ist natürlich alles ein bisschen schwierig gerade, es ist heiß unter dem Fahrzeug und die Jungs sind auf jeden Fall gerade noch dabei. Wie lange wird es ungefähr noch dauern? Also wir schätzen, naja, 5 Minuten, dann kommt das Rad drauf, nochmal alles geprüft und dann sollte der Wagen eigentlich flott wieder raus sein. Dann wird der Wagen auch wieder fahren und was es sich genau mit diesem Studententeam auf sich hat, das hatte ich Gary Pauband mal angesehen. Zu Hause in Box 19, das Team RLE International. Das Auto ein Ford Focus, komplett selbst gebaut. Mittlerweile ein Novum und doch ist das nicht die größte Besonderheit an diesem Team. Das Besondere bei unserem Team ist halt einfach, dass es alles Studenten sind. Angehende Akademiker aus der Fahrzeugtechnik, aus allen Bereichen, die man im Automobilentwicklung, im Automobilbau später braucht. Patrick Grill ist der Initiator dieses Rennstalls, zugleich Fahrer Nummer 1. Er arbeitet für RLE, einem großen Dienstleister in der Autoindustrie, suchte eine Möglichkeit, früh junge Talente heranzuführen an die Fahrzeugentwicklung. Ja, wir haben ja immer das Problem, wir sind tätig für die Autoindustrie und das sind hochsensible Daten. Wir können also nicht Nachwuchs daran ausbilden. Und da kam uns die Idee, einfach ein Rennauto zu entwickeln oder halt von Studenten entwickeln zu lassen. Und daran schreiben die ihre Bachelor-Thesis oder Master-Thesis und sind dann ganz gut vorbereitet für den späteren Berufseinstieg in der Autoentwicklung. 26 Paar tatkräftige Hände umfasst das Team in diesem Jahr. Ehemalige, aktuelle, aber auch angehende Studenten. Hier sammeln sie Wissen nicht per Zuschauen, sondern per Zupacken. In der Uni ist halt wirklich nur Theorie und hier kann man mal wirklich hingehen, schrauben. Das ganze Projekt ist nur von uns Studenten verwirklicht worden. Natürlich haben wir viele Maschinenbauer in der Firma, die uns bei allem helfen und unterstützen, aber hauptsächlich verwirklichen wir Studenten uns da und können halt auch machen, was wir wollen und halt auch unsere eigenen Ideen reinbringen. Ich habe halt erst Angst und Bange gehabt, dass ich irgendwie Excel-Tabellen ausfüllen muss, also jetzt woanders und hier bist du halt hautnah dabei, ne? Siehst ja, wir sind jetzt in der Boxengasse, das ist eine geile Geschichte. Selbstfahrer Nummer 2 hat so einmal angefangen, mit Marcel Willert. Ab der ersten Stunde dabei werkelte er selbst beim Debüt noch hinter den Kulissen. Doch seit 2015 sitzt er mit am Steuer. Ich war schon früher heiß aufs Fahren, sagen wir mal. Ich hatte schon vorher die Lizenz, bin schon gefahren. Und da hat sich die Situation ergeben, dass ich auch auf dem Auto fahren konnte. Der Teamleiter Patrick Prill hat mir damals die Möglichkeit gegeben. Und es hat sich von Anfang an bewährt. Wir haben sehr gut zusammen harmoniert. Harmonie und Teamgeist, zwei Schlüsselfaktoren bei RLE International. Ein jeder ist hier voller Elan, voller Tatendrang. Verständlich, solch eine Chance zu bekommen, motiviert. Doch ist das Konstrukt, mit Studenten zu arbeiten, gleichzeitig der Nachteil? Die größte Schwierigkeit ist, dass wir ja jedes Jahr zum Rennstart ein neues Team haben. Das heißt, wir müssen ja jeden Studenten neu vorbereiten. Und für jeden Studenten ist das 24-Stunden-Rennen immer wieder das erste. Auch wenn es für uns als Firma das vierte ist. Doch egal ob erstes oder viertes Mal, das Ziel einzieht. Das größte Ziel ist erstmal durchzufahren. Natürlich ist das für uns eine Riesenfreude, wenn das selbstgebaute Auto am Ende über die Ziellinie fährt. Und noch so das i-Tüpfelchen wäre, wenn wir im Mittelfeld irgendwo landen hinter den Werksteams, dann wäre das wirklich ein Traum. Es wäre ein wirklicher Grund für eine ordentliche Feier. Eh etwas, das Studenten ja am liebsten machen, egal ob Stadt oder Rennstrecke. Ja, ich muss ehrlicherweise sagen, wir haben schon eine Beschwerde bekommen von einem Nachbarteam, weil wir die Musik ein bisschen zu laut hatten. Weil das gehört hier beim 24-Stunden-Rennen natürlich auch ein bisschen mehr dazu. Es muss immer eine gewisse Ernsthaftigkeit dabei sein. Das darf man nicht vergessen. Aber es ist für uns auch sehr wichtig, dass der Spaß nicht auf der Strecke bleibt. Ein bisschen Student sein muss halt erlaubt sein, selbst beim 24-Stunden-Rennen.